Erstmal ist es schon ein Schritt in die falsche Richtung, wenn du irgendwo nach Tipps und Wegen suchst, was du tun musst, um Frauen besser zu gefallen. Nach Dingen, die Frauen bei Männern mögen oder nach irgendwelchen Flirtleitfäden, eben Psychotipps oder sonst was. Also ich habe diese Überschriften ja hier und da auch in meinen Videos, aber nur um dir in diesen Inhalten dann auf den Weg zu geben, dass all das Makulatur ist. Und dass du dich eher in eine Position bringen solltest, in der Frauen ohne Manipulation auf dich abfahren. Die Ansprüche, die du an Frauen stellst, gehen ja ganz klar bei dir selbst los. Und wenn dein Leben eben nicht einladend bzw. für die Frau aufwertend ist, dann werden Top-Frauen auch nicht daran teilhaben wollen. Frauen suchen überall in Beziehungen primär nach Sicherheit und oder Bequemlichkeit. Und ein problembeladener Mann ist für eine schöne Frau unattraktiv. Das gilt für alle Frauen, egal wie gut oder weniger gut sie aussehen. Bei wirklich gut aussehenden Frauen geht die Messlatte für deine Lebenssituation verständlicherweise sogar noch höher. Bei diesen Ladies kommt dann noch hinzu, dass sie bei bettelnden Männern, also Typen, die sich bei ihnen einschleimen, noch skrupelloser sind. Völlig zu Recht übrigens. Schöne Worte bekommen hübsche Frauen schließlich an allen Ecken und Enden präsentiert und es ist für dich sozusagen schon ein bestandener Shit-Test, wenn man so will, wenn du ihnen nicht Honig ums Maul schmierst. Aber nicht nur das, sondern du solltest dir auch angewöhnen, einer Frau nicht alles durchgehen zu lassen, egal wie gut sie aussieht.